Moin zusammen, hier ist euer Henri. Ich grüße euch ganz herzlich zurück hier bei unserer Camilla. Ich habe das Lager schon mal betreten in Antipyrgos und ja, schaut mal, wer hier wieder aus seinem Versteck hervorgekrochen ist. Ist sozusagen irgendwie letztes Mal hatte sich unser guter Synoros hier alt und senil, wie er ist, irgendwie hinter diesen Kisten versteckt. Jetzt können wir auf jeden Fall mal wieder mit ihm sprechen und schauen mal, ob er uns noch was Interessantes zu sagen hat. Domina. Ja, tatsächlich. Jetzt, wo Kleopatra uns hilft, denke ich, dass wir einen Vorteil haben. Das glaube ich nicht. Noch nicht. Denkt ihr, sie wird uns verraten? Auf dieser Ebene der Politik ist Loyalität etwas, das sich niemand leisten und auf das sich niemand verlassen kann. Um ehrlich zu sein, sind wir da in einer ungünstigen Position. Treueverhältnisse werden sich ständig und gnadenlos verändern. Und wenn man dies nicht vorhersehen kann, wird das nur zu leicht zum Untergang führen. Wir müssen jedes einzelne Wort und jede Geste mit größter Aufmerksamkeit verfolgen. Okay. Ja, das mit dem Thema Kleopatra, das ist jetzt schon von vielen angesprochen worden. Ja, ich lasse mich da mittlerweile überzeugen. Ich meine, am Ende des Tages braucht sie uns jetzt im Moment, um zurück an die Macht zu kommen. Ja, wir sind im Grunde ihr Werkzeug, um am Ende des Tages gegen ihren Bruder vorzugehen. Aber wenn wir damit erfolgreich gewesen sind, was kommt dann? Das ist die entscheidende Frage. Und vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten. Ich meine, es ist ihr Bruder und Ehemann, interessanterweise. Vielleicht können die sich auch anders einigen und brauchen uns plötzlich gar nicht mehr. Und plötzlich sind wir irgendwo im Weg. Und wer weiß, ich meine, wir dürfen das Ganze auch nicht. Wir dürfen auch Lurko in dieser Angelegenheit alles andere als vergessen. Der hat seine Finger auch noch sicherlich tief mit in diesem Spiel. Gut, wir fragen uns aber auch, warum einige der Ältesten der Berberstämme uns unterstützen. Das ist wie immer eine Frage der Prioritäten. Sie unterstützen uns, solange unsere Taten ihren Zielen förderlich sind. Das wird nicht immer der Fall sein. Der intelligenteste aller Feinde wird versuchen, sich mit einem anzufreunden. Es sind die ehrlichen Menschen, die sich offen gegen ihre Feinde stellen. Ein ehrlicher Feind ist tugendhaft und daher angreifbar. Ihr denkt, dass Ehrlichkeit einen berechenbar macht? Auf jeden Fall. Und Berechenbarkeit ist die schlimmste Eigenschaft, die ein Kommandant in Kriegszeiten an den Tag legen kann. Ja, gut. Mag er vielleicht recht haben. Ich weiß nicht, am Ende des Tages ist unsere Camilla immer ehrlich. Ich glaube eigentlich eher nicht. Also zumindest, also wenn es ihr nützt, wenn es wichtig ist, um erfolgreich zu sein, um an Informationen zu kommen und so weiter, dann geht sie da sicherlich auch andere Wege. So, jetzt wollte ich eine Sache noch machen. Ich hatte ja davon gesprochen, einen unserer Centurio vielleicht auszutauschen. Und da sollten wir vielleicht nochmal gucken. Da habe ich mir, beziehungsweise da habe ich mir das angeschaut und ich finde eigentlich ihn hier ganz interessant. Er ist loyal. Numerius Velicius. Er ist ein extremer Experte, was jetzt hier Artillerie angeht. Und wenn wir mal schauen, wir wollten ja Senecio im Zweifel ersetzen. Da geht uns ein bisschen Kavallerie verloren. Das ist aber, glaube ich, nicht so wild. Das ist primär so dieses Aggressionsthema. Mit der Kavallerie machen wir ohnehin nicht so viel. Wie gesagt, bringt uns aber eben Stärke hier in der, im Thema Artillerie. Und da haben wir ja, glaube ich, auf der Artillerie-Gegnerseite sozusagen auch das Thema Moral. Also ich würde, also Moralverlust für unsere Legion. Ich würde tatsächlich hier Herius Bombius Senecio erstmal entlassen. Und wo ist er denn jetzt? Hier ist der gute Mann. Ihn jetzt als Centurio anheuern. Dann haben wir ihn jetzt hier in unserer Gruppe mit dabei. Und das ist auch hier von der Zustimmung
eine gute Sache. 3.900 Mann ist, glaube ich, in Ordnung. 25 Verletzte noch, 100 werden vermisst. Also da kommen noch einige wieder. Da brauchen wir, glaube ich, erstmal nichts weiter machen. So, wen haben wir hier noch? Wie Caeso. kann ich euch helfen? Okay, hier gibt es jetzt aber erstmal nichts weiteres. Jetzt hatte ich gesehen, dass die... War da nicht eben noch... Hier ist auch noch so ein Zeichen, dass es da was zu tun gibt. Ich bin eigentlich der Meinung... Ah, hier in die... wegen der Kriegslisten. Da können wir noch jemanden wieder abstellen. Schade, dass hier jetzt die auch ausgewählt werden, die... Oder angezeigt werden, die... schon Aufgaben haben. War er es immer? Wie, du bist Varro? Ach, die sehen auch noch gleich aus. Okay, er ist das. Ja, dann werden wir hier die Aufgabe nochmal erteilen. Unser guter Bestia ist im Übrigen wieder hier aus seinem kleinen Erholungsurlaub zurück und ist jetzt in Anführungszeichen nur noch missgestimmt. Das ist ganz gut. Okay, dann laufen wir jetzt aber zu Naso, denn tatsächlich können wir durch unsere... Ja, durch den Bauernhof und ich glaube, es war auch eine Sägemühle oder so etwas, was wir zuletzt erobert haben, können wir jetzt unser Lager verbessern. Ich weiß, dass wir es hier auch machen können. Gute Ich finde. Nacht. Jo, gute Nacht. Ich finde es bei Legate, Naso. wir haben genug Re Legate. Ja, Ich stehe euch zu persönlich. Diensten, wie immer. Ja, aber besser. Und zwar, wir wollen ja jetzt am Ende des Tages hier zur Schmiede. Und wir können jetzt das nutzen hier, um das Legatus-Zelt zu verbessern. Und das ist auch schon ziemlich gut. Weil. Wenn wir das verbessern, eine Anzahl von kostenlosen Auffrischungen pro Auftrag erhöht wird. Das heißt, von unseren taktischen Gegenständen können wir dann mehr kostenlos auffrischen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das werden wir bauen. Ist jetzt geräumiger oder? Ah, nee, okay, jetzt sehen wir hier den Unterschied. Wir haben jetzt neue Teppiche, Schilde, verschiedene Dinge. Sehr schön, das haben wir verbessert. Kehren nochmal zu Naso zurück. Ist ja zum Glück nicht weit. Sextus hat einen Vorschlag, wie wir seine Schmiede. Legate, ich stehe euch zu Dienst. Und da geht es jetzt. Es geht nämlich genau um die Schmiede, die wir bauen können. Sehr, sehr schön. Gegenstände der Stufe 2 können wir dann herstellen. Krankenhaus, Arsenal. Hier ist am Ende eine Gießerei. Das werden wir jetzt erstmal bauen. So sah Sextus Schmiede bisher aus. Und so sieht sie jetzt aus. Da habe ich nicht gut aufgepasst, aber ich habe jetzt keinen großen Unterschied gesehen. Vielleicht hier so ein bisschen außenrum. Und jetzt, ich werde das jetzt nicht in der Vollumfänglichkeit machen, sozusagen. Können hier noch Pilum herstellen mit den Werkzeugen. Das sind sogar Werkzeuge für Wurfspeere. Ja, dann können wir das eigentlich ja mal machen. Auf jeden Fall können wir jetzt bestimmte Dinge herstellen. Zum Beispiel hier diese Rüstung für Bestia. Erstellungszeit 6 Stunden. Da müssen wir allerdings auch jemanden da lassen. Ja, damit würde ich nochmal abwarten. Ich denke, erstmal sind sie ohnehin nicht besser. Aber wir haben hier auch den Helm zum Beispiel von Caeso. Wir haben hier noch einen Gegenstand, der Kalida gehört. Wir haben die Toga des Philosophen, die Synoros gehört und so. Also die würde ich schon ganz gerne, diese persönlichen Gegenstände unserer Leute, die würde ich schon ganz gerne herstellen und dann irgendwie, soweit es geht, auch irgendwie verbessern. Verbessern tun wir es dann ja hier. Gibt es jetzt Sachen, die wir verbessern könnten? Es werden hier plötzlich Gießereien benötigt. Haben die schon... Das ist von Caeso ausgerüstet. Dafür bräuchten wir auch eine Gießerei. Ah, hier. Den Helm könnten wir. Kalida hat den. Ah, sehr schön. Ja, das wird vielleicht doch nochmal interessant jetzt. Kalida hat diesen Helm auf und wir könnten den jetzt verbessern. Ja, dann sollten wir das doch auf jeden Fall tun. Wir gehen sie einfach nochmal durch und gucken mal, ob wir etwas haben, was wir jetzt mit unserer Schmiede verbessern können. Von dem, was Camilla trägt, nicht. Von dem, was Caeso trägt. Ah, das Schwert können wir verbessern. Er hat immer noch das Schwert des Archelaos.
Funktioniert das denn direkt? Ich meine ja, ne? Material ist. Aha, sehr schön. Ah, darauf haben wir doch lange gewartet. Schauen wir bei Synoros nochmal. Das Kettenhemd des Verräters können wir auch verbessern. Material haben wir ausreichend da. Und da verbessert das dann auch auf Stufe 2. Sehr schön. Und auch den Helm, den er trägt, können wir verbessern. Können das tatsächlich hier nochmal selektieren. So, hier haben wir noch einen Dolch bei Bestia. Auch den werden wir verbessern. Und auch diese Rüstung, die er trägt. Langsam wird es hier mit den Kettenringen wird's ein bisschen knapp. Kalida. Ah ja, sehr schön. Hier ihr Kettenhemd. Können wir verbessern. Und ihren Helm auch. Deianera auch den Helm, den sie trägt. Weil mit Tellus haben wir nichts. Liberalis. Ah, sehr schön. Seinen Bogen können wir verbessern. Wir bekommen dann noch eine zufällige Fertigkeit. Das war bei den anderen natürlich auch schon. Müssen wir uns das jetzt nochmal angucken bei allen? Bin mir nicht sicher. Starke Kettenringe hier für Septimus. Krixus, dieses normale Schwert, lohnt sich das? Ja, wer weiß, was wir gleich alles brauchen. Auf jeden Fall hier bei dieser besonderen Rüstung lohnt es sich. Dann haben wir noch Modestinus zu guter Letzt. Ah, der Spieß ist Damianus. Geht dann von 7 bis 10 auf, ja, irgendwas auf, möglicherweise hoffentlich 10 bis 13. Schauen wir mal. 10 bis 13, okay, dann haben wir hier so da. Glück gehabt, das Bestmögliche erreicht. Das verbessern wir auch noch und das dann auch noch. Okay, sehr schön. Ja, hier müssen wir jetzt noch einen Prätorianer zuweisen. Wir haben jetzt niemanden mehr, der Schmied ist. Ja, ich würde tatsächlich erstmal damit warten. Ist jetzt erstmal nicht so wichtig, diese Gegenstände. Sehr schön. Sagt er noch etwas hier, der gute Sextus, jetzt über seine neue Schmiede? Freut er sich? Wahrscheinlich nicht, so wie ich ihn kenne. Salvete, Legionari. Was habt ihr heute kaputt gemacht? Okay, ich habe die Anleitung für ein neues Feldzeichen erworben, das dabei helfen soll, die Männer zu inspirieren. Lasst mich sie euch zeigen. Seid ihr in der Lage, ein Abbild des Mars anzufertigen? Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Dafür mussten wir noch irgendwas besorgen, ne? Eine Leitfigur für euer Feldzeichen? Ich bin ja nun kein Bildhauer, aber diese Anleitung ist sehr genau. Ich sollte damit in der Lage sein, etwas für euch zu bauen. Es kann sogar sein, dass ich dafür schon den passenden Metallbarren herumliegen habe. Gebt mir nur etwas Zeit. Ja, okay. Ging tatsächlich schon. Bitte schön. Keine üble Skulptur für einen einfachen Handwerker, wenn ich mich mal selber loben darf. Die Baupläne waren gut. Ich denke, ihr habt recht. Das wird ein gutes Feldzeichen abgeben. Okay. Haben wir das jetzt mit Alles ist im. ruhig. Ja, sehr schön. Hier bei den Ver Ach, wir könnten uns sogar noch was leisten bei den Verbesserungen. Wir könnten jetzt das Lazarett oder das Balneum noch verbessern. Hier können wir Behandlungszeit verkürzen. Haben wir bisher erst einmal in Anspruch genommen. Dann würde ich, glaube ich, tatsächlich hier das Balneum verbessern. Dass dann einige, die hier ja, eben nicht ganz so gut auf unsere Camilla zu sprechen sind, sogar auf gleichgültig ihre Meinung gehoben wird. Das werde ich nochmal bauen.
Was ist mit dieser Wiege da? Ave. Stand auf dem Wasser. Sehr schön. Jetzt ist allerdings die Frage. Okay, hier ist jetzt diese Statuette des Mars. Eine einzigartige Eisenstatuette, die Mars Gradivus darstellt. Würde man hieraus ein Feldzeichen fertigen, würde dies sicher die Entschlossenheit aller Römer in der Nähe stärken. Okay, also das ist jetzt ein Baumaterial. Müssen wir das dann irgendwie herstellen? Questgegenstand ist es nicht. Naja, unter Waffen und Rüstung ist es allerdings ja auch nicht so richtig aufgehoben, oder? Ich kann es hier nicht sehen. Taktischer Gegenstand. Feldzeichen des Mars. Doch, hier ist es ja. Wirkt mobilisiert auf Verbündete. Ah, Wirkbereich 6 Hexfelder. Ja, dann werden wir das hier auf jeden Fall schon mal einen Auftrag geben. Sehr schön. Und nächstes Mal, genau, wenn wir hier dann einen zuweisen, oder was ist jetzt vielleicht gerade nicht so wichtig? Vielleicht können wir das nochmal umändern. Ich glaube, das Thema Kriegslisten ist momentan nicht so wichtig. Dann packen wir ihn hier rüber und lassen ihn jetzt hier mal arbeiten. Allerdings würde ich dann die Aufträge ganz gerne umdrehen. Das können wir, glaube ich, hier noch machen, ne? So, genau, dass er zuerst hier an dem Feldzeichen arbeitet. Sehr schön. Gut, dann haben wir jetzt aber alles gemacht, aber das waren auch ja wirklich gute und bedeutsame Verbesserungen und Dinge, die wir hier noch tun mussten. Ruhig. Ja, alles ruhig, das ist schön. Aber jetzt geht es endlich darum zu besprechen, wie die Belagerung von Avgila ablaufen kann. Ihr erinnert euch, wir haben von Udat einiges an Hinweisen bekommen. Die werden wir jetzt sicherlich verarbeiten müssen. Zu euren Diensten. Um dann zu gucken und zu entscheiden, was hier das bestmögliche Vorgehen ist. Also, Orestes, wie sieht's aus? Ave Legate! Königin Kleopatra ist bereits angekommen. Ihr Kontingent wartet bei der Belagerung auf uns. Okay, sie unterstützt uns da sogar. Gut, wie sieht's aus? Aquilinus und Naso haben den Bau unserer Verteidigungsanlagen überwacht. Ja, das ist auch schon mal schön. Die Königin möchte persönlich an der Schlacht teilnehmen. Sie will dort nur gesehen werden, denke ich. Damit sie Anteil am Ruhm und am Sieg hat. Es ist auch nichts anderes, als wenn ein römischer Senator seinen Sohn zu einem Militärtribunus macht, wenn ich das so sagen darf. Na gut, es sagt der Königin, dass ich auf dem Weg bin. Ich denke, wir sind vorbereitet. Wie ihr wollt. Es hilft ja nichts, es hinauszuzögern. Sobald Avgila eingenommen ist, werden wir viele neue Herausforderungen vor uns haben. Immerhin müssen wir uns darauf vorbereiten, in Ägypten einzumarschieren. Aha, na gut. Ich hoffe, es geht euch gut, Turius. Ja, dann machen wir uns jetzt auf den Weg nach Avgila. Was wir, glaube ich, machen können, wir werden die Legion, wir müssen jetzt ohnehin ja wieder auf der Karte ein ganzes Stück marschieren. Wir können auch dieses Tor nutzen. Wir werden die Legion mit nach unten marschieren lassen, dass wir dann weiter im Süden nochmal ein Lager betreten können. Und dann dürfte in der Zeit dann ja diese Statuette oder beziehungsweise das Feldzeichen des Mars dürfte dann fertig sein. Das würde ich ganz gerne schon noch mitnehmen. Vielleicht kann uns das einen entscheidenden Vorteil bringen. Also jetzt ganz im Norden und müssen jetzt relativ weit bis nach Avgila reisen.
Ist ein bisschen die Frage, wohin schicken wir unsere Legion vor? Wir müssen hier hin. Ja, ich denke, wir schicken sie nach Jallo. Das ist so ohnehin der Weg, den wir mehr oder weniger marschieren müssen. Mal schauen nochmal. Na, schadet sicher nicht, hier einmal an dem Brunnen Pause zu machen. So, die Legion ist so viel schneller. Wer ist erschöpft? So, das Pilum kann jetzt sogar abgeholt werden. So, dann marschieren wir jetzt hierher. Und wir treten hier nochmal das Lager. Jawohl, und da ist es. Und auch die Pieler. Das nehmen wir dann an uns. Okay, und das ist dann so ein taktischer Gegenstand. Können wir mal so filtern? Genau, das würde ich tatsächlich unserer Camilla geben. Wobei es ehrlicherweise auch zu Caesar sehr gut passen würde. Plus 20% Schaden, das ist für alle, die sozusagen in diesem Feld kämpfen. Ja, das packen wir zu Camilla. So, dann schauen wir mal. Er hat immer noch den Wasserkrug. Sinnoris hat auch den Wasserkrug. Sie hat die Krähenfüße, das finde ich ganz passend. Wir haben sehr viele Verbände mittlerweile, das ist wirklich ganz schön. Septimus hat auch noch Verbände. Der Nähere auch. Die sind ja eigentlich alle komplett ausgerüstet. Auch mit Materialien, die irgendwie für sie Sinn machen. Caeso könnte noch ein paar Verbände bekommen. Und dann ist jetzt die Frage, wen wir die Pieler geben. Ja, dann denke ich, bekommt sie Metellus. Gut, dann haben wir hier aber eigentlich alles erledigt, außer... Genau, wir können hier noch jemanden zuweisen wieder. Und zwar brauchen wir es jetzt nicht mehr für die Schmiede, sondern für die Werkstatt. Wobei auf der anderen Seite können wir natürlich jetzt auch unsere Projekte starten, oder? Wir packen dich in die Schmiede und dann können wir ja doch die Gegenstände für unsere Prätorianer herstellen, oder nicht? Ja, komm, das machen wir. Wird dann ohnehin einige Zeit in Anspruch nehmen. So, nehmen wir nur mal das, wo wir natürlich auch das Material haben. Der Gegenstand gehört Bestia. Können wir dann gleich in Stufe 2 schon herstellen? Nur, das ist doch gut. Oder überhaupt in Stufe 2 herstellen? Hätten wir das auch in Stufe 1 herstellen können? Ja, offensichtlich. Nun gut, stellen wir her. Dann haben wir hier... Filtern das erstmal ein bisschen. Ne, können wir gar nicht. Haben wir gefiltert. So rum. Dann hier den Helm für Caeso. Dann den Mantel für Julia Kalida.
hier auch für Caesar mit seiner Brustplatte. Die Toga des Philosophen von Syneros. Und ich glaube, der Rest, das sind keine privaten Sachen mehr sozusagen, ne? Ist auch schön, wenn man die irgendwie filtern könnte. Haben wir von den privaten Sachen noch irgendetwas? Ich glaube, die stehen automatisch oben. Ne, haben wir aber keine mehr, für die wir kein Material hätten. Okay, sehr schön. Die haben auch eine andere Farbe, ne? Die sind... Danach kann man schauen, die sind so gelb, weil sie einzigartig sind. Da haben wir aber auch nichts weiter. Okay, dann können die jetzt hergestellt werden. Und dann schauen wir mal, inwieweit wir die auch verbessern könnten, beziehungsweise sind ja dann schon Stufe 2, inwieweit wir sie sinnvoll verwenden können. Das heißt, inwiefern sie besser sind als andere, die wir haben. Gut, dann ist das in Auftrag gegeben und dann jetzt aber geht es endlich in Richtung Avgila. Hops. Das ist jetzt ein weiter Weg außenrum, den wir machen müssen. Eine ganze Menge Juwelen. Die Wüste beherbergt alle möglichen seltsamen Leute und ebenso seltsame Orte. Und immer wenn ihr eine größere Gruppe von Menschen seht, die in eine bestimmte Richtung unterwegs sind, ist es fast sicher, dass sie eine heilige Stätte aufsuchen wollen. So soll es auch am heutigen Tag geschehen. Ihr folgt der Spur dieser harmlos aussehenden Menschen und erreicht einen ungewöhnlichen Ort. Mehrere Monumente aus Stein wurden um ein Loch im Boden herum aufgestellt. Als ihr genau hinseht, stellt ihr fest, dass das Loch voller Edelsteine und Schätze ist. Dies scheint ein Schrein für einen obskuren Gott der Reisen zu sein. Wir sollten auch etwas spenden. Immerhin sind auch wir Reisende. Dummer Aberglaube! Ja, ich denke, unsere Römer, wir haben unsere Götter, an die wir glauben, und irgendwelche obskuren Löcher im Boden, den werden wir nicht huldigen. Ihr umgeht die anderen Reisenden, löst euch endlich aus der Menschenmenge. Ihr habt keine Opfergabe dargebracht und nicht alle in eurer Gruppe scheinen damit glücklich zu sein. Naja, können nicht immer alle glücklich sein. So, eigentlich würde ich in Avgila allerdings ganz gerne nicht nachts auftauchen, aber das ist auch nicht der Fall. Okay, wir werden Avgila aber nicht jetzt direkt betreten, sondern das machen wir dann in der nächsten Folge und dann bin ich mal gespannt. Ist ja ein großer Ort, den wir schon so ein bisschen kennenlernen durften. Ihr erinnert euch, wir haben Sekura hier aus Avgila entführt und jetzt müssen wir es belagern. Ich bin sehr gespannt, freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, macht es gut, euer Henri.